Oh-oh. So, damit werde ich natürlich jetzt nicht zum Markt gehen. Okay, Leute, die Texturen, die veränderten Texturen waren noch nicht geladen. Es hat was auf jeden Fall, es hat was. Aber ich glaube, damit es nicht so direkt auffällt, würde ich, glaube ich, das Zeug hier... Also ich würde dann eher so rumlaufen vielleicht, oder? Genau, die Rüstung dann wirklich nur anziehen, wenn sie ernst wird. Und auch das Schwert würde ich dann wirklich nur ausrüsten, wenn es wirklich ernst wird. Großes Lob an die Spielleitung. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet. Das war eigentlich nur so, keine Ahnung. Ich dachte, es wäre nur Getrolle, aber wie geil ist sich die Wünsche. Das Pferd. Oh mein Gott. Du bist es. Mein treues Rosswunsch. Ich liebe dich jetzt schon. Das ist der glücklichste Tag in meinem Leben. Aber es ist so schön auch. Es ist so ein schönes Pferd. Morgen. Morgen. So, das hier wird unser Parkplatz, direkt vor dem Stroh hier. Da kann Wunsch nämlich auch immer hier direkt Stroh fressen. Auf das braves Mädchen. Ich bin gerade auf dem Weg zur Schneiderin. Ach, scheiße. Kann ich das irgendwie... Der Verkäufer mit dem goldenen Schwert rum. Das haben wir uns auch schon gefragt. Aber er ist sich dessen nicht bewusst, dass er ein goldenes Schwert auf dem Rücken trägt. Warte, was? Er denkt, das ist ein Holzschwert. Kann ich das Schwert mal kurz haben? Natürlich. Weil ich bin ja der Schmied, ich muss mir das mal genauer angucken. Das haben sie mir doch gestern gegeben. Und jetzt hätte ich ja das goldene Schwert. Welches goldene Schwert? Ach so, okay, nee, alles gut. Ich habe noch Rüstung für dich. Das ja. Genau, zum Schutz gegen wilde Tiere. Ja. Ella, darf ich den jungen Mann kurz entführen, ja? Du weißt wirklich nichts von dein goldenes Schwert auf dem Rücken? Morgen. Ich habe ein goldenes Schwert auf dem Rücken? Moment. Mein Schatten. Was zum... Moment mal. Also, du wolltest doch Ritter werden? Irgendwann mal, ja, aber doch nicht so schnell. Also das ist natürlich ja, toll, aber... Also, das ist ja verrückt. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Mit diesem Schwert auf meinem Rücken. Also, hast du eine Kiste zu Hause? Ja, ich sollte das dringend in die Kiste legen. Ja, weil das halt eben schon wirklich merkwürdig aussieht, dass ja, bevor ich hier noch verhaftet werde und so. Mit Goldschwert rumlaufen. Ja. Ich glaube, ich leg's dann einfach schnell zu Hause. Ich muss sowieso noch, ich habe irgendwie entdeckt, dass ich den Schlüssel meines Nachbars in der Tasche habe. Ich weiß nicht, wie der da reingefallen ist. Was habt ihr gemacht letzte Nacht? Eigentlich nichts Besonderes. Das muss schon vorher passiert sein. Wir machen das anders. Du kriegst das Holzschwert, ich nehme das goldene Schwert, weil ich sagen kann, ich bin der Schmied und ich habe es gerade angefertigt. Ich helfe dir. Mensch, das klebt aber ordentlich fest an deinen Händen. Ich kann es nicht ablegen. Ist das Schwert vielleicht verflucht? Es fühlt sich nicht so an, nein, aber... Oh Mann, Lass uns mal zur Hexe gehen. Naja, ich kann mir denken, woher es kommt. Naja, ihr habt vielleicht diesen Aushang gesehen für diese Löwengeisterköpfe, Masken, die rumgeflogen sind, ja? Ja. Naja, eine Gruppe von Bekannten und Freunden von mir und ich, wir sind, weggezogen und haben so ein Ding gesucht und wir haben tatsächlich eines gefunden. Und dann habe ich sie dreimal gerubbelt und da meinte die Maske, du hast drei Wünsche frei. Dann habe ich mir was gewünscht und eine Sache davon war ein Schwert. Warum sagst du das denn nicht gleich? Naja, also ich hab erst jetzt die Assoziation dazu gemacht. Gut, dann lass zurück, dann kriegst du deine Rüstung. Oder hast du dir auch eine Rüstung gewünscht? Ja. Du hast dir ein Schwert gewünscht und eine Rüstung? Und ein Pferd. Und ein Pferd. Hast du schon zu Hause irgendwie in deine Kisten geguckt, ob du da deine Rüstung bekommen hast? Nun... Ja, war mir eine Ehre, mit euch Geschäfte zu machen. Ihr seid ja vorzüglich ausgekleidet. Ja, das war natürlich, also ihr habt super Rüstung und Schwerter für mich gemacht. Also wenn ich die rumzeige und sage, ihr habt die gemacht, dann kommen bestimmt noch viel andere Leute zu euch und so wollen. Ja, die beste Arbeit. Ja, ich würde vielleicht da aber an deiner Stelle nicht so viel mit rumzeigen. Also vor allem nicht mit dem goldenen Schwert. Ja,
Die Rüstungsteile habe ich noch gesehen, als ich aufgestanden bin, aber das Schwert, das wurde mir erst jetzt bewusst. Also, die Rüstung an sich ist ja nicht so schlimm. Die sieht ja nicht so kraftvoll aus wie dein Schwert. Leg das mal, also wenn du kannst, unterm Tresen in die Truhe. Ja, ich glaube das, oh Gott, wenn das Frau Ella sieht, dann hat sie ja schon, ah. Ja, ich glaube, Frau Ella, ihr geht das schön an der Ritze vorbei, also ich glaube nicht, dass sie das stört. Sie ist da so wie ich, sie will wahrscheinlich nur ihre Ruhe haben, ja. Aber wenn du jetzt alles hast, dann musst du jetzt ja gucken, wie du dann ein Ritter wärst. Also nur weil du die Sachen hast, bist du ja noch keiner, oder? Das ist richtig, ja. Ich bräuchte irgendjemanden, der mich ausbildet. Hast du vom Schwarzen Ritter schon gehört? Also dein goldenes Schwert ist ja das komplette Gegenteil von dem Schwarzen Ritter. Das stimmt schon. Und der Schwarze Ritter könnte dir bestimmt Sachen aus der Dunkelheit beibringen. Ach ja, und mein Pferd ist auch weiß. Ja auch das jetzt, wo ihr es sagt. Gegenteil davon anwenden. Hm. Ich bin dann quasi der weiße Ritter. Genau. Also, was er dunkel macht, machst du hell. Oh, das ist. Wie hieß das in den Büchern? Ein Paladin. Das klingt gut. Das klingt tatsächlich gut, ja. Vielleicht sollte ich mal bei der Kirche fragen, ob die sowas unterstützen. So heilige Ritter. So ein heiliger Ritter, so ein Kreuzritter, Paladin, sowas, ja. Ah, da ist ja der junge Mann. Pepe. Ach, sag gegrüßt. Pepe, ich hab was von dir in meiner Tasche. Wirklich? Was denn? Guck mal, ich glaube, das ist der Schlüssel zu deiner Haustür. Ich weiß nicht. Was ist mein Schlüssel? Ich hab ihn nie mal gesucht. Wie hab ich den bekommen? Ich hab keine Ahnung, aber vielen Dank. Der muss mir irgendwie in meine Tasche gefallen sein. Ich weiß auch nicht, wie. Ich will nicht wissen, was ihr letzte Nacht für eine Party gefeiert habt. Volks gegenüber. Ach, ich bin Prinzessin! Ja. Ich habe da ein paar interessante Informationen zu übermitteln, glaube ich, die euch gefallen würden. Ihr meintet doch, ihr hattet diesen Schlüssel zum Osten oder wie auch immer bekommen von meinem Vater Valentin. Nun? Zu ihm wollte ich auch gerade. Ich wollte mit ihm reden und ihm sagen, dass ich nichts gefunden habe. Ich habe gestern vernommen, dass, vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, ein Haus im Dorf wurde in Brand gesetzt. Laut den Aussagen der Leute dort soll Vater Valentin das Feuer dort gelegt haben. Hat er etwas mit Dämonenbeschwörung zu tun? Ich hoffe nicht. Apropos Dämon und Beschwörung, erinnert ihr euch noch an das Rätsel, das wir bekamen von diesem Eisgeist in der Höhle? Nun, ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst über den letzten Tag. Also, um ganz ehrlich zu sein, der Name ist so schrecklich, dass ich nicht unbedingt weiß, ob man den wirklich wissen will. Es ist mehr so ein Satz und kein schöner Satz. Also es klingt sehr bedrohlich und fast so, als würde er einen verfluchen, wenn man ihn weiß. Deswegen wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich ihn erstmal für mich behalte. Wie, ich werde dich einstuhlen? Tatsächlich ist das gar nicht mal so entfernt davon, ja. Zumindest das erste Wort ist schon korrekt. Stuhlen? Was? Das war das letzte Wort. Ich? Ja, falls ihr den Namen eines Dämons braucht. Ich weiß ihn. Obstverkäufer, du kannst doch nicht sagen, du hast es gelöst und dann sagst du es mir nicht! Aber es ist doch nur zu eurem eigenen Wohle. Nein! Sagt es mir sofort! Sonst werdet ihr geköpft! Okay, na gut, wenn ihr so lieb fragt, dann kann ich wohl nicht anders. So, hier sind wir erstmal sicher. Dürfen wir hier denn rein? Na gut, ich meine, ihr seid die Prinzessin. Ich bin die Prinzessin, ich darf überall rein! Ja. Also gut, hört zu. Ihr könnt auch gerne eure Stimme erheben. Und denkt dran, dass wir gehört haben, dass der Meister vor Ort war und diesen Dämon in einen Anker eingesperrt hat. Diesen Anker habe ich auch bei ihm gesehen, als ich ihn getroffen habe, unten am Berge. Nur wissen wir jetzt nicht, wo dieser Anker ist. Sprich, irgendwo ist in eurem Reich ein Anker, ein magischer Anker, mit einem Dämon darin, dessen Namen wir jetzt kennen. Zumindest ihr jetzt gleich, wenn ich ihn euch sage. Okay, seid ihr bereit? Ja, weiß ich nicht. Warte, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden gerade beobachtet. Die Wände haben Augen und Ohren. Der Name lautet: Ich fresse dein Herz. Ich fresse dein Herz.
Meint ihr, Vater Valentin weiß mehr? Ich fürchte ja. Und nun, da ich nicht weiß, wen ich sonst fragen könnte und ihr seid von, naja, dem ganzen Adel die einzige Person, der ich einigermaßen vertraue, bin ich zu euch gekommen damit. Vielleicht könnt ihr rausbekommen, ja, wo sich dieser Anker befindet. Vielleicht sollte ich einfach Vater Valentin fragen. Aber seid vorsichtig. Geht nicht ohne Sir Kokok, okay? Vielleicht solltet ihr auch diesen Streicher nochmal auftreiben. Falls ihr ihn finden solltet vor mir, dann sagt ihm, er soll zur 20. Stunde zum Schloss kommen. Alles klar, zu diesem Wettstreit. Okay, das machen wir so. Ihr könnt gerne auch dazu kommen, zur Belustigung. Ihr müsst ja nicht wirklich gewinnen, aber vielleicht Natürlich. Macht es viel Spaß. Wie sollte ich auch gewinnen? Ich habe hier überhaupt keine Rüstung oder Waffen. Ja, es geht eher darum, was Liebe ist. Also müsstet ihr euch da was ausdenken? Ach so, ein Gedicht oder sowas, ja. Hm. Ja, ich hab selbst keine Ahnung von sowas. Aber interessant wäre es auf jeden Fall. Sir Kokok, verzeiht, dass ich die Prinzessin kurz entführt hatte. Es ging um Wichtiges. Wir müssen Vater Valentin suchen. Was? Die Prinzessin ist schwanger? Sie lief gerade schreiend über den Marktplatz und rief, ich will keine Kinder kriegen. Was ich nicht verstehen kann, wenn sie keine Kinder haben will, warum geht sie dann mit so vielen Männern ins Bett? Nun, es gibt ja Verhütung, lieber Durial. Du nimmst es ganz einfach. Du nimmst dir ein Schaf und nimmst dir den Schafsamen. Und bevor du Wurst draus machst, kannst du diesen Schafsamen auch so anpassen, dass du ihn dir selbst überstülpen kannst, als wärest du die Wurst. Und ja, dann und ist das mit dem Kinderkriegen schwerer. Zu. Lernt man sowas als Fischer, ja? Als Fischverkäufer? Ja. Nun, ich bin mit dem Geruch eines Fisches ja wohl gut vertraut. Die Stadtwache hat die Aufgabe, die Waffen einzusammeln, sowie diese feinen Herren hier von der Burgwache. Ihnen und ihren Befehlen ist Folge zu leisten. Gilt dies auch für den schwarzen Ritter? Wo ist die Petze? Könnte man so sagen, ja. Sehen Sie den Mond da oben am Himmel? Das ist ein Zeichen. Der Mondstein muss irgendwo hier in Rastalot sein. Verzeiht, ich wollte nicht lauschen, aber ein Mondstein, der sich hier befindet, irgendwo im Reich? Ich bin sozusagen eine Art Hobby-Abenteurer. Also vielleicht kann ich euch bei der Suche helfen. Duriel, steig doch gerne auf. Ich habe von irgendeinem Steinkreis gehört. Können Sie mich dahin führen? Möchten Sie vielleicht das Reiten übernehmen und, ich sitze hinten drauf? So, ich nehme an, ihr redet von diesem hier? Oh, da ist... Vorsicht, das ist die Prinzessin des Königreichs. Was zum Teufel tun die denn? Bravo, das war wunderschön. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Ohrwurm. Fiona, frag die Prinzessin doch nach dem Stein. Oh, ich wusste gar nicht, dass die Prinzessin solch eine liebliche Stimme hat. Ich auch nicht. Normalerweise klingt sie immer sehr krächzend. Der Schuld war vernichtet wie immer. Ich kümmere mich immer um euch. Ihr wisst das. Ich meine, wenn ich schon mal hier bin, Leute, kann sich ja mal ein bisschen umschauen. Die Liebe kann nicht warten. Lang war die Nacht, ich will zu dir ins Licht. Ich lausche, wie der Wind mit deinem Namen mir das Glück verspricht. Oh ja, nicht gut. Bravo. Alle, die hier was von Liebe erklären, erzählen. Die erzählen nur Scheiße, euer Majestät. Herr Majestät. Diese Worte vor dem König. Ich will hören, was ihr zu sagen habt. Erzählt weiter. Geht das denn hin? Liebe ist einfach nur das, euer Majestät. Euer Majestät, hier. Erzähl weiter. Ich bin etwas nervös. Du musst dich anstrengen. Lotusblume hab ich euch genannt, als die rote Sonne in Japan. Nicht lachen, versank. Das ist doch scheiße. Ruhe jetzt! Ruhe!
Was? Lotusblume hab ich euch ge... Aber mein König, ich liebe euch. Was? Nein, das geht, sowas geht. Ja, wir machen weiter. Alles klar, so. In der Familie. Nein! Weine nicht, wenn dein Kopf wegrollt. Dam-dam. Es gibt einen, der weiter rollt. Dam-dam. Dein Nacken und das Leben bricht, aber meine Axt nicht. Alles geht vorbei, doch dich hau ich in zwei. Wunderschön! Bravo, bravo! Wunderschön, Herr Henker! Ich liebe Sie! Wunderschön! Mein Meister! Des Müllers Sarg ist so leer, die Glieder hängen mächtig schwer im Tümpel der Heilerin. Der Bade kann's bescheinigen. Kann er wirklich? Wie er tiefen Nacht erzürnt der Heilerin hat. So schlug sie auf manns Bilder ein, verstümmelte sein drittes Bein. Zugabe! Etwas länger gebraucht nett. Oder habt ihr dies gerade aus eurem Bauch gesungen? Dies war eine Vision, die ich hatte, nachdem die Heilerin mich in einen Frosch verwandelt hat. Einfach nur eine kleine Kürze. Heute ist sie viel weniger nervös. Man sieht das direkt, also man hört das direkt in der Stimme. Hat viel mehr Kontrolle. Auf einmal aus der Erde sprießt, Liebe könnte aber auch mein wundervoller Opa sein. Liebe könnte aber auch jemand sein, der dir etwas bringt, was längst verloren ist. Wie diese Gitarre in meiner Hand. Oh, danke, Fred, dass du mir halfst, mein Musikinstrument zu finden. Liebe ist Fred. So vielseitig. Liebe ist nicht immer etwas Schönes. Liebe ist auch Verlust. Liebe ist Angst. Ja. Die Nacht flüsterte leise den Namen. Dein Fehlen umhüllt mein Herz mit schweren Schatten. Jeder Sonnenuntergang lässt mich kälter und einsamer zurück. Lieder hallen nach, verloren ohne deine Stimme. Die Zeit steht seitdem still, seitdem du ermordet wurdest. Jeder Atemzug trägt ein Stück von mir fort, zu dir in dein Grab. Ja, und schon wieder eine Liebesgeschichte. Vor der Kirche sind Statuen erschienen, die vorher nicht da waren und relativ böse aussehen. Du brav hier, okay? Ich geh da nur kurz rein. Also, so, wenn das mal nicht sass ist. Glaube, das führt in die Kirche. What the fuck, Alter? Pater Valentin, seid ihr wieder zurück?
Also seid ihr immer noch verschwunden? Ja, verschwunden. Danke, dass du deine schützende Hand über unsere Familie hältst. Ich weiß, es ist aktuell sehr schwer. Alles gerät aus dem Ruder. Aber Vater 1, Vater 2 und Mutter 1 sind wieder vereint. Vielen Dank. Mein letztes Gebet wurde also erhört. Hab Dank. Habe mich für die Hand von Prinz Willi beworben. Angehalten? Ja. Du warst ja sicherlich dabei. Allerdings bereitet mir meine Schwester ein bisschen Sorgen. Ist mit dem Hof nah durchgebrannt. Dann wäre da noch unser einer Hofdiener, der auf einmal mein Bruder ist. Und unser anderer Diener, der jetzt auf einmal Bürgermeister ist. Aber immerhin sind das schon mal gute Erkenntnisse hier, weil... Ein weiterer Beweis, dass die Kirche irgendwas Komisches macht. Euch nur eben die andere Kiste zeigen. Habt ihr den Schlüssel von Vater Valentin dabei? Ja. Nun, dann folgt mir. Ist schon mal in der Kirche und in den Räumlichkeiten hier. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Duriel, ganz entsinnt. Wir stellen das Pferd auch direkt in die Richtung auf, in der wir davon reiten. Das ist die Tür, die in die Kirche reinführt. Das Zimmer vom Vater. Das hier ist die dümmste Idee, die wir bisher hatten. Mit Abstand. Wenn da halt wirklich jemand drin liegt, will ich da nicht rein, weil das wäre halt doofes RP. Aber hey, immerhin haben wir jetzt schon mal die Kirche von innen gesehen. Nein, wir springen nicht. So, jetzt schnell raus hier wieder.
Ganz, ganz doofe Idee, Leute. So, es war nie jemand da. Jetzt so. Aha, es hat sich herausgestellt, die Kirche hat Dreck am Stecken. Wir müssen sie stürmen, daraus führt kein Weg hinein. Folgt mir, Freunde. Ich kenne einen geheimen Gang.